Ja, willkommen. Kunst des Mordens, Karten des Schicksals. Und irgendwie ist letztes Mal nicht viel passiert. Bisschen Teil 18. Und deswegen habe ich gedacht, spielen wir einfach ein bisschen weiter noch. Ich möchte da schließlich irgendwie einen kleinen Teil davon haben. Und ist bislang nicht passiert. Vorhin kommen wir nicht mehr weiter jetzt. Oh, jetzt geht's zur Kammer des Schreckens. Vorderseite wird vielleicht auch eine Rückseite haben. Der Hubschrauber sucht immer noch hier. Na, im Dunkeln. Eine Hexe, Tod und Gräber. Ich kann mir keinen ermutigenderen Eingang vorstellen. Okay, Hexe. Soll der Tod sie holen? Na, der ist ja doch schon auf der Schliche hier. Ich hoffe, sie hält die Sense richtig fest. Na, steht nämlich gerade so drunter, so. Okay, was gibt's noch mehr? Ein Spaten gibt's noch. Karussell zum Anschauen. Ach, lauf doch nicht immer dahin, du kannst auch noch hier hinten schauen. Haben Sie das Pferd mitgenommen? Das fragen wir mal den Polizeibeamten. Hallo, wie geht's? Haben Sie hier irgendetwas Interessantes bemerkt? Hier ist alles verrückt, aber interessant? Nicht wirklich. Hat das SWAT dieses Gebäude überprüft? Ja, sie kamen kichernd wieder heraus. Zumindest haben sie etwas Spaß gehabt. Also haben Sie nichts gefunden? Was haben Sie erwartet? Es ist die Mühe nicht wert. Ich wäre schon lange verschwunden, wenn ich die Lichter vom Hubschrauber gesehen hätte. Tschüss. Wir müssen die Augen offen halten. Schon, aber sie fallen immer wieder zu. Sie fallen immer wieder zu. Bist ein bisschen müde, oder was? Ich kann im Moment wirklich keine Unterhaltung gebrauchen. Naja. Hättest du mal zum Kaffee eingeladen, dann wäre er vielleicht wieder wach geworden. Okay. Interessant, dass es eben so quietscht. Liegt da schon ein Schraubendreher, den wir nicht nehmen können. Ich liebe Schraubendreher. Ab die Stütze. Nehmen wir mit. Nach Tempotaschentücher nehmen wir mit. Oh, die Schlüssel. Ist das hier ein Ding? Ja, klar. Ja, klar. Stecken wir einfach mal rein. Das ist der falsche Schlüssel. Ach, den ist bestimmt im Schlüsselkasten der Schlüssel. Okay, da können wir noch was Schönes bedienen. S1, S2. Dann schauen wir mal im Lager nach. Der Schlüssel wo? Abgeschlossen. Ich will den Knauf haben. Knauf! Abgeschlossen. Schaut zwar nicht so aus, aber man weiß es nicht. Vielleicht okay. Hat die Polizei etwas übersehen. Es ist hier drin dunkel. Wo geht das Licht an? Ja, immer rechts vor der Tür, links vor der Tür oder ein Ziehfaden hier so. Es befindet sich keine Glühbirne in der Fassung. Wie gut, dass wir unsere 18 Watt Sparlampe mitgenommen haben. Nun ja, es funktioniert. Kettwiesel. Oh, gleich einen Hammer mitgenommen. Das Rohr mit. Müll. Hier liegen überall Werkzeuge und Material verstreut. Fahrrad mitgenommen. Ein altes Fahrrad ohne Gangschaltung. Oh, da haben wir ein Rad. Oh, das brauchen wir für die Geisterbahn. Ich hatte aber irgendwo noch ein Reifen gesehen. Da muss ich an die Werkstatt meines Vaters denken. Na, ist ja auch so unordentlich. Die Ölkanne mitgenommen. Das geht nicht. Wollen wir das? Okay, aber wir haben eine Ölkanne, die können wir ja mit Öl füllen. Genau. Ja, klar. Mach doch bitte was. Ja, klar. Hallo. Und andersrum geht's wahrscheinlich doch, oder? Na, das ist die Logik.
Ja, das Öl geht in die Ölkanne, aber die Ölkanne geht nicht im Ölkanister. So kann man es auch sagen. Die Ölkanne ist voll mit Öl. Ja, die Wanne ist voll. Hurra. Lass mal das Licht mal brennen. Ne, mach mal aus. Ein bisschen Strom sparen. Ah, das macht Spaß. Ich habe gedacht, den Eimer können wir mitnehmen. Wo war die Schießbude hier? Da muss man hin. Das Schmierloch ist zu eng. Ich habe gedacht, das ist irgendwie eindeutig. Das passt nicht. Passt das hier? Das wird nicht passieren. Bude? Ach, Mann. Stell es mal gescheit hin. Und hoch. Eine Notleiter. Ah, kein Wunder, da kommt der Regen immer rein. Ein bisschen höher rein. Schmieren geht über Studieren. Wenn es nicht passt. Ja, jetzt passend gemacht. Wo ist die Ölkanne? Ich möchte gerne noch ein bisschen Öl rein. Der Kanister ist weg und die Kanne ist weg. Okay. Mal schauen, ob wir das ohne den Schwatt-Mitglied schaffen. Wow, super. Kurbeln. Nicht, dass es wieder runterfällt gleich, ne? Das wäre ja langweilig. Ich habe es endlich geschafft. Rudi bleibt sogar oben. Der Hintergrund soll einem eine Jagd vorgaukeln. Ich muss die Wertmarke hier einwerfen. Echt? Hier oder hier? Ach, guck. Komm jetzt, die Hasen. Ich ahne Böses. Oh, das ist ja schwierig. Na Gott sei Dank, dass sie sich bewegen. Ja, da kommt Freude. Oh. Gar nicht so einfach hier. Daneben. Muss nicht nachladen? Scheinbar nicht. Boah, was war denn das? Hat geblitzt. Das ist der Preis dafür, ein gutes Auge zu haben. Das ist bestimmt eine geheime Botschaft. Ja, hässlich. Die Hexe bedeutet etwas. Könnte ein Hinweis sein, der vom Mörder zurückgelassen wurde. Das wäre krass, oder? Oh. Der Anhänger an der Hexenpuppe hat irgendetwas mit den Schlüsseln aus dem Wachhäuschen zu tun. Neun Omega. Cool. Puppe. Ja, hässlich. Können wir nochmal drehen? Auf den Kopf. Hui. Können wir nochmal schießen? Och, ja, mag immer. Okay. Jetzt haben wir die Wertmarke, jetzt haben wir die Schießbude abgemacht.
Wir haben ja auch ein Rad. Das können wir bestimmt an Achterbahn montieren irgendwo. Ach, wir müssen auch den Schlüsselkasten noch aufmachen. Der war ganz vorne. Am Häuschen hier. Mach aus. Da passt doch bestimmt unseren Schlüssel. Ach nee, der steckt ja in die Tür vom... Ach, vom hier hinten steckt der. Jetzt wird es etwas verworren und kompliziert. Ach, dann brauchen wir erstmal die Großansicht. Dann können wir wieder dahin. Kammer des Schreckens. Können wir den Schlüssel aus der Tür nehmen. Rückkehr. Sie wollen doch nicht gehen, oder? Wir gehen. Ach, das tun wir nicht. Nicht, wo ich so weit gekommen bin. Erleuchten Sie mich bitte. Ich kann nämlich keine Erfolge erkennen. Ach, so ein Arsch. Ich habe die Spur verfolgt, die der Killer gelegt hat. Ich habe die Hexenpuppe. Die Puppe führt zur Kammer des Schreckens. Und warum sollte die Puppe mich überzeugen? Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass wir den Hinweisen des Mörders folgen. Ich glaube, wir folgen den Hinweisen Ihres erschöpften Gehirns. Ich bin nicht erschöpft, ich war im Urlaub. Offensichtlich sind Sie zu früh zurückgekommen. Sie waren in der Alpha-Phase und haben Sie unterbrochen. Ach, hören Sie auf. Muss ich mich wirklich vor jedem rechtfertigen? Nein, Sie erzählen mir besser, was wir hier machen. Das SWAT hat das ganze Gebiet durchkämmt, einschließlich der Kammer des Schreckens. Kein Killer, kein Opfer. Was wollen Sie hier noch erreichen? Ja. Es muss eine Art Zeichen geben, eine Spur. Wir sind nicht umsonst hergekommen. Es war die falsche Entscheidung, der falsche Ort. Wir müssen wieder am Anfang anfangen, beim Päckchen. Wir müssen alle Einzelheiten noch einmal analysieren. Das kannst das du ja machen. Das habe ich bereits getan, Partner. Sie werden zum selben Schluss kommen wie ich. Sie können einfach nicht zugeben, dass Sie im Unrecht sind. Die Operation läuft. Sie werden jede Sekunde etwas finden. Werden Sie nicht. Es ist vorbei. Ist es nicht? Oh ja, das ist es. Oh Mann. Ich habe hier die Befehlsgewalt. Nicht mehr. Ich habe dem Chef Bericht erstattet. Er sagt, wir sollen zurückkommen. Hinter meinem Rücken? Der Chef rief mich an und Sie waren nicht in Reichweite. Was sollte ich denn machen? Ihm sagen, Sie hätten so eine Ahnung, ein Gefühl, dass Sie auf ein Zeichen warten? Ich werde ihn sofort anrufen. Wie Sie wollen. Aber es war seine Entscheidung, uns anzurufen. Alles, was Sie erreichen können, ist, einen schlechten Eindruck zu hinterlassen. Hören Sie zu, Dick. Wir können nicht einfach die Hunde loslassen, um die Beute mit ihren Zähnen zu reißen. So funktioniert das einfach nicht. Wir müssen hier herumschnüffeln, uns in die Umgebung einfühlen. Wissen Sie, was ich meine? Ziemlich genau. Ich bin schon länger in diesem Geschäft als Sie. Aber wenn Sie das gewusst haben, hätten Sie nicht die ganzen Leute hierher schleppen sollen. Der Typ mag es nicht, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Er arbeitet an einsamen Orten. Das ist eine ideale Situation für eine Spezialeinheit. Und Sie glauben, er liefert sich einfach wehrlos aus? Er möchte aus dem Schatten herauskommen. Er will, dass die Welt seine Schmerzen sieht. Er verliert den Instinkt der Selbsterhaltung. Den verlieren Sie. Sie sind hysterisch, werden von der Sache mitgerissen, Partner. Warum sind wir hier, wenn Sie so großartig sind? Warum haben Sie diesen Typen nicht längst erwischt? Wenn Sie an etwas neben Ihren kleinen Phobien interessiert wären, wüssten Sie das jetzt vielleicht schon. Ja, da habe ich Spott und Hohn. Sie mögen mich nicht, weil ich Ihr männliches Ego verletze. Wie kommen Sie mit Leuten zurecht? Immer gerade heraus, was? Ich und mein Partner waren ein tolles Team, wenn Sie das wissen müssen. Machen Sie nicht mich dafür verantwortlich. Ich habe Nick nicht gefeuert. Ich mache Sie nicht verantwortlich. Aber warum zur Hölle muss ich mich mit Ihnen die ganze Zeit herumschlagen? Weil das hier kein Kinderspiel ist. Genug davon. Ich nehme das Team und kehre zum Büro zurück. Sie können ja bleiben, wenn Sie wollen. Ja, klar. Scheiße. Ich bleibe. Viel Spaß, Partner. Den werde ich haben. Schließlich ist es ein Vergnügungspark. Aber Sie nehmen nicht den Wagen. Ja, so ein Arsch, der Dick. Und muss der mit so einem langen Dialog kommen, wenn ich meine Zeit vorbei ist. Jetzt muss ich mal wieder irgendwo ein Stück rausschneiden, was ihr hoffentlich nicht merken werdet. Und wenn doch, dann leid. Aber ich kann nun einmal nur höchstens 15 Minuten spielen. Und ich hoffe, geht doch alle. Ich werde nicht aufgeben, bis ich etwas finde. Ja, hier kann ich endlich mal wieder speichern. Und ich würde sagen, bis Teil 19. Und es wird immer spannender und wir sind eben auf die richtige Spur.
Aber das sehen wir dann am nächsten Tag. Bis dahin, mach's gut, mach's besser, euer Christian.